Meine lieben Phantasmagoria-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen zur Bonusfolge quasi, ne? Phantasmagoria-Bonusfolge. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich die ganzen Tode nochmal zeigen möchte oder einige von den Toden, weil ich das ja doch beim, sagen wir mal, relativ schmerzfrei durchgestanden habe und insofern werden wir das jetzt nochmal angehen, dass wir die ganzen Tode nochmal zeigen. Ich habe auch nochmal die den Schlussfilm aufgenommen, ohne meinen Kommentar, sprich, wo meine Facecam nicht drin ist, wo nur der nackte, man kann sich ja die Videos hinterher nochmal angucken, das Video, und das werde ich auch nochmal hochladen. Also zweites Bonusfolge, nochmal den gesamten Schlussfilm quasi mit Adrian Delaney und dem ganzen Kram, dem ganzen Kampf sozusagen, nur dann halt ohne meine Fresse. Das wird Bonus zwei, Teil 2 werden. So, jetzt werde ich hier, ihr habt gesehen, oder ihr seht jetzt gerade, ich habe den Schneemann schon besorgt und auch die Glasscherbe und auch das Kreuz. Ne, dass wir jetzt also uns quasi auf den Hauptkampf dafür vorbereitet sind und dass wir das jetzt auch dann im Einzelnen angehen möchten mit halt ein paar Toden. Ne? Also ich werde mal ein paar Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn Don uns platt macht. Ich glaube, der erwürgt uns immer nur. Wir gucken uns ein bisschen an und gehen dann nochmal zum Schluss dann in die Tode, die das Monster und so verpasst hat. Ne? Dafür muss ich jetzt gleich noch einmal die CD wechseln, aber das kriegen wir hin und schneide ich auch raus und dann geht das dann sofort los. Leute, wie sagen, bis gleich. Gehen wir ganz kurz hier ins Spiel. Zim. So, gehe ich da mal rein. So, jetzt muss ich die CD kurz wechseln. Wupp, gleich wieder da. So, meine Leute, da sind wir auch schon wieder. Und jetzt geht's los, liebe Leute. Die Tode der Adrian Delaney. Das kennen wir schon, ne? Könnte ich eigentlich abklickern. Ja, wir sind hier zum, wir sind zum Sterben hier, nicht zum Angucken, ne? So, jetzt dann, wie gesagt, Don hat jetzt gesagt, dass der Kopf nützlich ist. Und jetzt müssen wir uns ja theoretisch den Abflussreiniger schnappen. Das tun wir nicht. Wir werden jetzt mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn wir das nicht machen. Es kann übrigens sein, dass es ein paar Mal zwischendurch abpfeift, aber das werde ich alles rausschneiden. Jetzt werden wir erstmal den Abflussreiniger nicht schneiden. Versuchen wir einfach mal zu fliehen. Hat also nicht wirklich geklappt. Ja. Ich werde es nochmal probieren, ja, möchte ich. Genau, jetzt geht es sofort los, ne, Zim. Okay. So, das ist ein bisschen spannend hier. Ne? Ich glaube, er wird sie jetzt auch nur umbringen. Weiß ich gar nicht, ich glaube, der wird sie auch nur erwürgen, wenn wir jetzt gar nichts machen. Aber gucken wir uns natürlich auch an die Leute, ne? Alles genau sehen. Wie zu Dawn, beziehungsweise der Dämon dann in der Lage ist, ne? Okay, ist das Gleiche. Naja, gut, okay. Ja, wir wollen das nochmal probieren. So, jetzt nehmen wir mal den Abflussreiniger. Schütten ihn in die Fresse. So. Und dann flüchten wir einfach nochmal. Jetzt weiß ich gar nicht, was passiert. Wenn wir einfach so abhauen. Mal ganz kurz gucken. Wir könnten jetzt abhauen. Weinen sie ganz bitterlich, Dorn. Sie will ihn wahrscheinlich jetzt ein bisschen trösten. Dorn, tut mir leid, ne? Ich wollte mein Gesicht nicht verschandeln. Mal gucken, was er dann macht. Aber sie auch nur. Okay, sterben wir auch. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wo ich lande, wenn ich abhaue. Okay, wir probieren das jetzt aber und wir rennen einfach mal raus. So, wir schütteln das Ding jetzt mal in die Fresse und hauen da einfach mal ab. So, und jetzt hauen wir ab. Jetzt gehen wir in das Zimmer mit der Glasscherbe. Okay. Oder wir gehen einfach hier können wir gar nicht rein. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Adrian! Adrian! Jetzt gehen wir mal hier gucken. Mal gucken, was passiert, ne? Wir haben ja die Glasscherbe. Wir wissen ja, wie es funktioniert quasi. Hier, versteck dich mal, ne? Mal gucken, was er macht, wenn... Komm, Adrian. Wenn er so rankommt... Er kam dann ja angetänzelt, ne? Und, Adrian! Adrian! Wuhu! Wuhu! Adrian! 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 Wo bist du? Nein! Du warst ein böses Mädchen, Adrian. Okay, komm mal direkt auf den Stuhl. Ich kann dir nicht länger trauen. Okay, ich glaube, viel mehr wird auch nicht passieren. Deswegen werden wir die Sachen jetzt mal ein bisschen durchexerzieren. Den Kopf ab haben wir ja schon gesehen, wenn einer der Folgen.
Jetzt werden wir ganz kurz Don mal den Schneemann zeigen. Hier, Don. Hey, Schneemann. Der Schneemann. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Kannst du dich erinnern, als du ihn mir gegeben hast? Mhm. Bitte, Don. Tu es nicht. Tu es nicht. Das war alles so schön. Alles so schön, genau. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und jetzt zeichnen unsere Liebe, hauen wir dir jetzt das Pendel des Todes durch die Rippen. Alles schon das gemacht. Okay, jetzt kommt der Dämon hoch, ne? Ich kann schon was machen. Ich renne das mal in die Richtung. Wir sind ja letztes Mal dann direkt durch die Geheimtür gelaufen. Und hier kommen wir auch nicht raus. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht eingreifen und nichts. Okay, gutes Hündchen. Braves Hündchen. Ja, wir schmecken gar nicht, wir sind ganz unbekannt, das ist so und aus eben diesen Gründen blende ich jedes Mal das ab 18 Zeichen da ein. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal auf den Stuhl. Wir können ihm auch direkt entgegenrennen, mal ganz kurz gucken, wo er da uns schnappt. Na, wir müssen da ja auf jeden Fall... Ja. Aber wo wir jetzt sowieso schon so sind, pass mal auf, können wir uns denn jetzt vielleicht mal... Adrian! Ja, genau. Ich will mal ganz kurz, ob wir jetzt im Badezimmer vielleicht dieses ob wir da irgendwas sehen. Moment, ich guck mal ganz kurz hier im Badezimmer. Ach so, rennst du direkt da rein. Okay, dann setzen wir uns mal ganz gemütlich auf die Couch, ne? Okay. Komm, Adrian. Genau, wir verstecken uns hinter der Couch. Vielleicht findet er uns nicht. Die Variante kenne ich also noch gar nicht. Adrian, bist du da drin? Nein. Wo ist meine Adrian? Ich möchte dich nur küssen, Liebling. Ja, und dann dir den Schädel spalten. Überraschung! Du warst ein böses Mädchen, Adrian. Ich kann dir nicht länger trauen. Du zwingst mich dazu. Ich brech das ab, ne? Wir zeigen. Wir haben den Schneemann nicht mehr. Wir haben den Schneemann nicht mehr. Der Schneemann ist weg. Bitte! Braves Mädchen. Okay. Das ist natürlich ärgerlich, Freunde. Braves Mädchen. Wieso ist der Schneemann weg? Nein, John, bitte nicht! Bitte, dann sehen wir die Köpfszene nochmal. Was soll's, ne? Irgendwie. Okay, pass mal auf, dann beenden wir das Ganze mal. Wir werden nochmal das alte Spiel fortsetzen. Kit, Spiel starten. Wir wahrscheinlich immer die CD wechseln, ne? Ne, okay, er ist abgeschmiert. Gut. Tja, meine Leute, mit Abstürzen muss man bei den alten Spielen rechnen. Das ist, wir wollen es auf jeden Fall nochmal probieren. Du hast jetzt ein böses Mädchen. Die Szene wieder klar gemacht. Kann dir nicht länger trauen. Und ich will auf jeden Fall das können wir auf jeden Fall abbrechen, ne? So, was noch hier? Dorn, Schneemann. Der war ja weg, ne? Deswegen ging es nicht mehr, ne? Okay. Der Schneemann, kannst du dich daran erinnern? Ja. Kannst du dich erinnern, als du ihn mir gegeben hast? Bitte, Don. So, jetzt hier nochmal rubbel die Katze, ne? Und... Ja. Okay. Ja, das ist in der Tat sehr tragisch. Das Problem ist nur, wenn der Schneemann weg ist, ne? So, das kennen wir schon, ne? So, jetzt kommt die Tante, ne? Jetzt sind wir letztes Mal zur Tür gerannt. Jetzt werden wir versuchen, mal den richtigen Weg zu nehmen, ne? Flug? Okay. So, jetzt müssen wir den Weg hier lang, das wissen wir, ne? Flum, dum, dum, dum. Und wenn wir jetzt einfach, glaube ich, hier rüber gehen, ich glaube, dann geht sie, glaube ich, so drauf. Sie versucht jetzt zu springen.
Okay, wir wollen es mal probieren, wir sind natürlich der Schneemann weg ist. Ah ne, wir sind an der richtigen Stelle. Okay. Das heißt, wir werden jetzt probieren, da auf jeden Fall reinzugehen. Wuppdiwappdi. Jetzt schwenkern wir uns da rüber. Komm. Alright, so, jetzt wissen wir, da hängt das Rohr, ne? Das Wasserrohr, so, das schnappen wir uns jetzt auch. Flumdiwumdi. Komm, Adrian, komm, spring, sei ein gutes Mädchen. Sei ein gutes Mädchen. Der Kollege ist auf jeden Fall hinter uns, denn das ist schon sehr tragisch, aber... Das macht es so gut, ne? Das macht es so gut. Ich werde das mal nicht abbrechen für Leute, die das noch nicht gesehen haben. Vielleicht kriegen sie ja Spaß, das Spiel dann nochmal ganz zu schauen, ne? Okay, es wird ein bisschen nass, das ist tragisch. Runtergeplumpst, das wollte ich auch mal zeigen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob das Monster noch ein paar. Ich meine, der hätte ein paar verschiedene Varianten da drauf. Wir gehen jetzt mal in den Raum. Und ich hatte dann ja, als wir dann in dem Raum drin waren, die Tür direkt verriegelt. Das lassen wir jetzt mal gucken, was passiert. Wir gehen einfach mal runter, mal gucken, was passiert. Nur weiß ich dann nicht, wo wir wieder rauskommen. Das ist halt das Problem. Probierst du noch mal gucken, wo ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Okay, kommen wir noch mal raus. So, jetzt gucken wir noch mal, was passiert, wenn wir irgendwie gar nichts machen. Was heißt, wir werden schon was machen? Ich kann mal hin zurück. Ich kann mal jetzt gucken. Okay. Also, hier sonst mal angucken. Komm, sag mal, was machen? Das Ding hier an und holen wir uns diesen komischen Stein von Abu Dhabi oder was ist das denn wieder drin? Ne? Was, wenn wir da zurückgehen? Sollen wir ihm die Tür aufmachen, Freunde? Ist bloß der Pizzabote. Pizza, ich hätte gerne eine. Viel mehr wird ja nicht passieren am Toten. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das reicht auch, ne, Freunde. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen, ne, und ja. Ich weiß nicht, ob es da noch. Da gibt es, glaube ich, noch andere. Ich weiß gar nicht, wo wir sonst noch hinrennen können. Wir haben ja nur den einen Weg. Einen anderen Weg können wir ja gar nicht nehmen. Weil, ihr habt ja gesehen, an der Tür kam man nicht raus, in der Theatertür, und dann da gibt es nur den einen. Insofern ist da so nicht viel möglich. Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Varianten gesehen. Ein paar mit Don, ein paar ohne Don, mit dem bösen Wauwi, ne? Und sage ich jetzt immer vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Und morgen werde ich dann das Video, was man kann sich ja hinterher nochmal die ganze Rückblende, hier steht es ja, Rückblende, anschauen. Und das werde ich morgen hochladen von unserem Einmal ran. Ne? Wir haben das ja ein Einmal geschafft und das werde ich morgen nochmal hochladen. Dann seht ihr das gesamte Video nochmal am Stück, na, insgesamt. Da sind noch ein paar Sequenzen drin, die während des Spiels nicht dabei sind. Ein paar Dialoge, glaube ich, die werden ausgeführt. Ne? Und ihr seht halt meine Fresse nicht. Ne? Insofern könnt ihr das nochmal ganz in Ruhe genießen. Liebe Leute, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt ein paar Tode von
von Adrian Delaney gesehen und ja, letztendlich hat sie es ja doch geschafft. Zu welchem Preis, weiß ich nicht, aber das ist alles ganz, ganz schrecklich gewesen. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Alter, ich war gerade, ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45 und morgen einschalten, dann seht ihr das Ganze nochmal, das ganze Drama. Ciao, ciao.